Moin Leute, viele Schüler und Kunden fragen mich oft, mit was für einer Gitarre sollte man eigentlich anfangen. Also der Standardglaube ist ja, man sollte auf jeden Fall mit einer akustischen Gitarre anfangen. Macht allerdings meiner Meinung nach einfach keinen Sinn. Also jetzt nicht zwingend, weil viel wichtiger als die Überlegung, mit was fange ich denn überhaupt an, ist eigentlich die Überlegung, was wollt ihr überhaupt erreichen? Wollt ihr einfach nur zu zwei, drei Liedern so ein bisschen zum Gesang irgendwelche Akkorde dazu spielen oder zupfen, dann holt euch auf jeden Fall eine Akustikgitarre. Wenn ihr aber zum Beispiel im Hardrock-Bereich, Rock-Bereich, Metal-Bereich irgendwas machen wollt, fangt auf jeden Fall mit einer E-Gitarre an. Der Grund ist einfach der, ihr werdet, wenn ihr im Rock-Bereich irgendwas spielen wollt, auf jeden Fall an verzerrten Gitarrensounds nicht vorbeikommen. Das heißt, ihr spielt auf einer Akustikgitarre, macht das ein halbes, dreiviertel Jahr und merkt dann, ich brauche doch was anderes. So, das heißt, ihr kauft zweimal und das macht für euch erstmal keinen Sinn. Zumal dann halt doch wieder eine leichte Umgewöhnung ist, weil eben eine Akustikgitarre doch anders ist als eine E-Gitarre. Wie gesagt, wenn ihr halt nur am Lagerfeuer ein bisschen zupfen wollt oder sowas, gerade draußen, wo ihr keinen Strom habt, oder halt wie gesagt einfach nur ein bisschen Gesang begleiten wollt, kauft euch auf jeden Fall eine Akustikgitarre, weil die kann das halt einfach besser. Eine E-Gitarre kann zwar natürlich auch unverzerrt und Akkorde und sowas, ihr braucht aber immer Strom, es ist über einen Verstärker lauter oder aber halt eben ohne Verstärker extrem leise. Das wäre auch schon der zweite Punkt. In was für eine Umgebung wollt ihr spielen? Wenn ihr daheim in einer Mietwohnung spielt und wollt die ganze Nacht durchüben, dann auf jeden Fall eine E-Gitarre, weil ist halt einfach leiser. Ich kann euch das mal gerade demonstrieren. Wenn man sich jetzt eine E-Gitarre ohne Verstärker vorstellt, da kommt nicht viel. Das kannst du selbst dann noch machen, wenn es wirklich nachts leise ist und man will immer noch üben. Wenn man jetzt eine entsprechende akustische Gitarre nimmt, also jetzt eine Stahlsaiten, Western-Gitarre. Das ist natürlich deutlich lauter. Das heißt jetzt natürlich nicht nur, weil ihr jetzt in einer Mietwohnung wohnt, müsst ihr mit einer E-Gitarre anfangen. Quatsch, sondern nur, wenn ihr wirklich jetzt rund um die Uhr spielen wollt, dann ist halt eine E-Gitarre einfach leiser, nachbarfreundlicher, weil ihr halt über Kopfhörer spielen könnt. Und halt an sich aus der Gitarre nicht viel rauskommt. Also über Kopfhörer deshalb, weil die meisten Verstärker bieten einen Kopfhörerausgang. Und es gibt sogar extra Kopfhörerverstärker. Das heißt, ihr könnt dann wirklich ohne irgendwen zu belästigen quasi spielen. Wenn ihr jetzt richtig laut spielen wollt, ist es fast egal, weil laut können beide. Also ihr könnt ein Konzert mit einer Akustikgitarre spielen, ihr könnt ein Konzert mit einer E-Gitarre spielen. Das ist kein Thema. Da gibt es eh immer Mikrofone, Tonabnehmer etc. pp. Das heißt, die Lautstärke ist nach oben hin bei allen Instrumenten komplett offen. Die nächste Frage wäre natürlich, was für einen Grundsound wollt ihr haben? Ja? Also klar, E-Gitarre ist das eine, aber auch bei Akustikgitarren gibt es einen Unterschied, nämlich den Unterschied zwischen einer Nylon-Seitengitarre und einer Stahlseitengitarre, also Western-Gitarre. Nylon-Gitarren klingen halt deutlich wärmer, deutlich weicher, dafür nicht ganz so brillant, nicht ganz so höhenreich, etwas dumpfer, aber geben halt natürlich ein schönes, weiches Klangbild ab, gerade wenn ihr irgendwas Melancholisches zupfen wollt. Ich habe hier mal gerade eine Akustikgitarre liegen. Kann ich das einfach mal kurz vorführen. Ich spiele jetzt einfach mal ein G, D und ein C durch. Da hört ihr, es klingt relativ weich, auch wenn jetzt bei hier der Gitarre die E-Seite ein bisschen scheppert. Mal da die Seitenlage noch zu flach ist, aber das wäre jetzt ein bisschen zu kompliziert, um das jetzt alles hier auszuführen. Und im direkten Vergleich dazu jetzt einfach mal mit Stahlsaiten. Da hört ihr, die hat halt ein bisschen kräftigeren Bassanteil, aber vor allem mehr Höhen drin. Klingt dadurch ein bisschen klarer, aber halt eben auch ein ganzes Stück härter. Das müsst ihr halt eben für euch selbst entscheiden, wie ihr das am liebsten haben möchtet. Aber wie gesagt, also viel wichtiger ist einfach, überlegt euch erstmal, was für eine Gitarre ihr, oder was ihr damit überhaupt erreichen wollt. Für reines Akkordezupfen, ein bisschen Gesang begleiten, kauft euch eine Akustikgitarre. Für alles, was verzerrter klingen soll, kauft euch eine E-Gitarre. Wenn es besonders weich klingen soll, eine Akustikgitarre mit Nylonsaiten. Wenn es hart klingen soll oder halt eben kräftiger, klarer, kauft euch eine mit Stahlsaiten. Also zum Beispiel eine Western-Gitarre oder halt eben eine klassische mit Stahlseiten gibt es auch. Preislich muss man ganz klar sagen, ist es nicht mehr so wie früher, dass jetzt eine E-Gitarre unfassbar teuer ist. Ihr solltet, wie gesagt, nicht den letzten Mist kaufen. Aber ich sag mal, gerade bei entsprechenden Musikgeschäften, die sich damit auch befassen mit Low-Budget-Instrumenten,
ist es durchaus möglich, zum Beispiel bei mir auch im Laden, bekommt man eine gute Akustikgitarre, also gerade für Einsteiger eine gute Akustikgitarre für 90 bis 100 Euro aufwärts. Bei E-Gitarren sieht es ähnlich aus, die fangen bei mir bei 95 Euro an. Wenn man jetzt bei einer E-Gitarre noch Verstärker und Kabel dazu rechnet, dann ist man vielleicht nochmal, sagen wir mal, 40 bis 50 Euro mehr los oder vielleicht auch ein bisschen mehr, plus, minus. Also ihr kriegt auf jeden Fall für 150 Euro ein komplettes E-Gitarren-Set oder für 100 Euro quasi eine Akustikgitarre mit, keine Ahnung, Plektrum dazu oder so. Das ist halt auf jeden Fall das, wo ihr euch Gedanken drüber machen solltet. Und wie gesagt, ganz, ganz wichtig auch für euch selbst, einfach kauft keinen Billigmist, weil eine schlechte Seitenlage oder ein schlecht verarbeitetes Instrument macht keinen Spaß. Ihr werdet einfach denken, es liegt an euch selbst, dass es nicht funktioniert. Selbst wenn es gar nicht an euch selbst liegt, dann werdet ihr die Gitarre am Nagel hängen, werdet nie wieder spielen, habt keinen Spaß dran. Das heißt, wenn ihr da 10, 20 Euro, es ist oftmals kein so großer Unterschied. Wenn ihr da 10, 20 Euro mehr investiert, habt ihr was Besseres, was sich spielen lässt und werdet einfach viel schnellere Lernerfolge dran haben, werdet viel mehr Spaß daran haben und somit generell einfach viel mehr Spaß am Instrument haben. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es einfach mal in die Infobox, schreibt es einfach in die Kommentare rein oder schreibt mich so an, heavyelvisguitars.de bzw. heavy-elvis-guitars.de, aber ich schreibe euch Links unten in die Infobox nochmal mit rein. Und ich werde euch auch nochmal ein Video verlinken zu einem Testvideo von mir, wo ich ein Verzerrerpedal getestet habe von Rovin. Da geht es einfach darum, dann könnt ihr euch auch nochmal eine verzerrte E-Gitarre anhören, nochmal ein Bild davon schaffen, was ich genau meine mit verzerrter E-Gitarre. Und ja, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, schreibt einfach mal. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen geholfen und wir sehen uns.